Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, nach einer längeren Pause, wo ich mich unter anderem von der zweiten Corona-Impfung erstmal wieder erholen musste und wieder zu Kräften, bin ich nun im Urlaub endlich wieder an der Nordsee. Und wie ihr gerade schon im Bild seht, auch nicht alleine, das ist einer der beiden Nachwuchskiter, Per, mein Neffe. Haben wir in einem vorherigen Video, Ostern rum war das, schon mal vorgestellt. Yeah. Und jetzt im Sommer soll es mit dem Kiten weitergehen. Wir haben auch zwei kleinere Wassersessions gehabt. Das kommt dann noch später in dem Video. Aber hier erstmal zum Eincruisen noch ein bisschen Landboarden. Da seht ihr gerade einen unangeleinten Hund durchs Bild flitzen. Und ja, das möchte ich auch noch erzählen. Wir waren da zwischen Waverort und Bösemadeichhausen, wo ich auch schon öfter ein bisschen Landboarden gemacht habe und bis jetzt ohne Probleme. Und an dem Tag kam dann jemand an und hatte uns gebeten, da doch den Kite runterzunehmen, dass wir das da nicht dürfen, weil da die Schafe am Deich laufen. Ja, was man nun genau darf und nicht, da möchte ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Also ich habe mit einem gesprochen, der am Deich arbeitet, und normalerweise ist eigentlich am Deich so gut wie gar nichts erlaubt. Aber solange man Rücksicht aufeinander nimmt und niemanden anders stört, denke ich mal, ist auch vieles soweit okay. Aber es gibt ja immer irgendwelche Leute, denen irgendwas nicht passt und sie meinen dann, sie müssen dann für Recht und Ordnung sorgen. Gut, sei es drum. Per hat da noch ein paar Bahnen gezogen, dann haben wir den Kite auch runtergenommen und das war es dann auch für den Tag. So, hier sind wir jetzt in Nordermeldorf am Deich und haben den kleinen Tube Kite, ein Erasch DNA, in 6 Quadratmeter aufgebaut. Hier seht ihr ihn gerade am Himmel, wie Per sich damit einfliegt. Denn das ist jetzt ja seine erste Session dieses Jahr mit dem Tube Kite. Das ist jetzt genau ein Jahr her, wo wir auf dem Wasser waren. Und ja, mal schauen, wie es dieses Jahr klappt. Da seht ihr, ist gerade auflaufend Wasser, ist noch ein bisschen Watt. Wir gehen gleich ins Wasser und ja, an dieser Stelle muss man dann ehrlich sagen, der Wind war nicht so doll. Der Kite ist zwar geflogen, aber der Druck reichte da nicht aus, dass Per da richtig ein paar Meter fahren konnte. Er hat einige Startversuche gemacht, ist auch ein paar Meter Downwind auf dem Board gegleitet oder sich ziehen lassen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, ich war ja auch mit ihm alleine am Deich und habe da keine Aufnahmen von gemacht. Und dabei letztes Jahr habe ich ja noch keine Videos oder YouTube-Videos gemacht. Muss man sagen, sind jetzt die Aufnahmen von vor genau einem Jahr, wo er nach ein paar Tagen Üben mit dem Tube Kite dann am letzten Tag des Urlaubs wirklich seine ersten Meter auf dem Wasser gefahren ist. Und das war echt so richtig cool. Ja, seht selbst, ich bin da im Wasser, gebe ihnen noch Anweisungen. Zum Board kann ich noch sagen, wir haben es erst mit einem kleineren Board probiert. Aber dann habe ich ihm meine Dor gegeben und das hat auch besser funktioniert. Leider habe ich von Per jetzt keine weiteren Aufnahmen. So, now it's my turn. Ja, da hat Per mich jetzt gefilmt. Ich habe meinen größten Kite, den Fly Surfer Speed 5 in 18 Quadratmeter aufgebaut. Habe mir auch die Dor geschnappt. Und ja, das wird jetzt gleich meine erste Kite-Wasser-Session diesen Sommer. Ja, ich freue mich riesig und hoffe, ich kann die Höhe halten, denn ich denke, es sind da so ja knapp 10 Knoten nur noch. Hatte ich ja gesagt, das war dann für Peer deutlich zu wenig mit dem 6er. Aber für mich mit dem 18er wird es hoffentlich reichen. Naja, seht selber und lasst uns noch ein bisschen Musik hören.
try to reach the top. Don't disclaim, don't be a flop. Come on, realize a blues is a big surprise. Every day you have to fight, otherwise it won't be bright. Gotta be the best, yeah, forget about the rest. Gotta be the next you'll see. Gotta be man länger nicht kiten war, dann kann das auch schon bei 10 Knoten Spaß machen. Ja, das waren gerade die Aufnahmen von Neoda Meldorf und jetzt kommt noch eine Session 2 Tage später vor Büsumer Deichhausen. Ja, wie ihr seht, bin ich da auch wieder mit dem großen 18er, dem gelben Kite unterwegs und auch der Dor. Aber den Tag war es dann auch etwas windiger, wahrscheinlich so um die 12 Knoten und ja, das kleinere Board oder auch ein kleinerer Kite, ein 15er hätte es auch getan, aber also wirklich überpowered war ich nicht, von daher alles gut. Ah, da im Vordergrund seht ihr gerade Peer und Neil, wie sie dann auch im Wasser toben. Peer hatte vorher ja auch seine weitere Kite-Versuche gehabt und ja, macht auch auf jeden Fall Fortschritte, das macht echt Spaß. Aber leider ist deren Urlaub jetzt zu Ende und mal sehen, wann es weitergeht. Ob wir im Herbst noch eine Session haben oder dann leider erst nächstes Jahr. Come.
Did you think about all the dreams you left behind? Did you think about the love you're wasting time? Could you do without the darkness that's around you?